Hallo und willkommen zurück. Jetzt bei der Erkundung des nächsten Tempels. At last you are close to the Temple of Aetius. The journey was long but uneventful. Anyone inclined to bother you quickly found a reason to be somewhere else. Once they learned you are from the Pact. Mentioning Evadon was unnecessary. The temple itself is visible to the northwest. Another crumbling stone spire barely visible over the woods. Once again, you see no signs of travel. There aren't even brigands here to greet you. You already suspect another giant waste of your time. Aber immerhin ist ja ein Haus, wo es... Was war da eigentlich? Hat es da gespukt oder so? Was ist denn das hier für ein Schuppen? Eine Falltür, wie unerwartet. Okay. Das ist quasi der Ausgang dann zum, vom Keller von dem anderen Haus. Okay. Dann gehen wir halt in das Haus rein. Mal kurz hier noch umschauen. Oh, 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 oh. Restless Spirit. Being near the ghost gives you a chill. There's a ghost here standing in the graveyard with its back to you. It looks silently over the river. When you get close, you feel very cold. Hello. The ghost doesn't react, it just melts away in the sun. Moments later, it is gone. Dann... Although these lands are remote, Enterprising Tavern are trying to claim choice bits of it. Choice? Was? Okay. There's a large farmhouse here, fully equipped with everything but actual residence. Tools and trash are everywhere, but it doesn't look like passing potential looters have been able to break into the house itself. A nearby sign identifies the land as belonging to the Moonchaser clan. The Moonchasers. Okay. Und wir dürfen wieder gegen Lurking Hausspinnen kämpfen. Jeder sollte eine Hausspinne haben. Na, verfehlt. Okay, sind nicht besonders stark. Die werden wahrscheinlich wieder spucken. Schauen wir mal. 4 Stück. 5 Stück. 6 Stück. Ne, 5. Lief. Oh, nochmal, schön. Nehmen wir den auch direkt. Platsch. Dann angekleeft. So, und der letzte. Poison! Das sollte mich wohl nicht jucken. Und Kabetsch. So. Wir haben Wein. Wein brauche ich nicht.
Das Bild sieht ein bisschen kaputt aus, ja. Und da geht's nach unten. Überraschung. Ein Rolling Pin. Amphora, Clay Bowl und Kohle. Das hier kann man looten. Mushrooms braucht man nicht. Der Rest ist Unsinn. Dann gucken wir hier mal noch rein. Nasichi. Scroll Circle of Fire. Alle Inventar ist fast voll. Fine Claw kann man verkaufen. Mitnehmen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen! Okay. Gucken wir mal, ob die Tür geknackt werden kann. Noch ein bisschen Erfahrung gibt. Nein. Okay, dann geht's runter. Und da werden uns wahrscheinlich neue Spinnen begegnen. Orange Bowl. Love. Okay. Nichts. Wie groß ist denn das hier? Es scheint schon größer zu sein. Es kann auch sein, dass da ein anderes Dungeon mit reingeht. Tunneling Red. Okay, drei Stück. Vier Stück. Ratsch. So. Die kommen auf jeden Fall. Die kommen auf jeden Fall nicht weiter. Okay, die muss sich gleich heilen. Zup. Ja, damit sollte dann der erste auch drauf gehen. Quatsch. Die geht dahin. Schlägt er wieder. Dann geht die drauf. Na. Das kriegen wir auch alles ohne Mana geregelt. Sauber. Da liegt schon ein Arm in der Gegend rum, den brauchen wir nicht, aber das hier kann man mitnehmen. Da ist noch so ein Stab, ich glaube die Stäbe kann ich auch alle verkaufen. Sind sowieso nutzlos. Batsch. Das kostet Fatigue. Nehmen wir einmal Haste. Und dann auf die hier. Die muss aber die ja kaputt schlagen. Ja. After the dire warnings Gaurus gave you, you expected some sort of mad wizard or dangerous experimentation going on down here. Then a big spider dripping venom and shooting fire and lightning lurches out of the shadows at you. Dangerous, sure, but not beyond anything you... Actually, you'll have to think about it later, because the crazy thing is coming at you kind of fast. Und da sind noch mehr Ratten. Okay, dann muss ich jetzt hier harte Geschütze auffahren. Wortwörtlich. So, der geht da rüber. Zwei und schießt einmal. Ich
der muss weg. Die hat 10, die bewegt sich besser nicht, so kann ich auf jeden Fall zweimal schlagen. Und der kann auf Seite und sich mal heilen. Oh, scheiße. Schön. Pust. Dann muss ich auch mal rein. Machen wir mal da drauf Schaden. Die habe ich gar nicht gesehen. Corruption. Hier. Was ist das? Oh. Oh, 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 oh. Schmerzen. Ja, schön. Na, ja, der kann jetzt da nur warten. Feuer. Gut. Noch Cooldown, dann geht der auch mal auf Seite, um einfach nur zu abzuwarten, bis er wieder ein bisschen mehr aushält. Und so lang können hier die Turrets das Ding kaputt machen. Pitch, patch. Ja. Critical. Jetzt kommt der interessante Teil. Groupie! Wäre wahrscheinlich auch nicht mal nötig gewesen. Die Maus. The mutated spider is dead. You get a closer look at it. It does look like the results of some stray magic, sure, but nobody would think it's a sign of dangerous experimentation. You start to suspect that Gaurus was knowingly exaggerating the problem to get you clear pests or this property. Da liegen aber jetzt Skelette auf dem Boden rum. Alles nur Müll. Okay, dann können wir die Ratten vielleicht noch anlocken zu den Turrets. Ja, funktioniert. Der hat noch einen Funkpunkt. Kommt der? Was mit den anderen?
kommen sie. Pusten. Benutzt. Ups. So, die werden auch alle kaputt. Skin. True Shield Wrap. 20% evaded. Oh, die ist ziemlich gut. Und Titan Steel Woven Pants. Die ist jetzt nicht so toll. 10% Missile Damage, 20% Evade Attacks und 7% Resistance. Dann treibt die die mal. Oh, das war die falsche. Damit hätten wir den nächsten Gegenstand, der speziell für Resi ist, mal auf Seite gelegt. Da hinten geht's noch weiter. Ja, geht's nicht. Naja, gut, das ist jetzt auch nicht der Mal. Ja, da ist der Geist wieder. Touch it. The ghost evaporates into a fine mist. Moments later, it is gone. Das schreibe ich mal auf. Mit dem hat es sicher noch irgendwas auf sich. Vielleicht. Wo sind wir denn hier? Das ist Temple of. Aetius Geist bei Haus. So. Und Serpent. Aha. Immer äußerst unspektakulär. Ist es auch. Basilisk, der hält dann auch gar nichts aus. Na gut, der Daze natürlich jetzt. Ratsch. Nehmen wir mal den Basilisken halt so ein bisschen mehr aus, als ich jetzt gedacht hätte. Ja, genau, dann sind sie die Schweine. Kaputt. Der darf sich einmal heilen.
Na, verfehlt! Pappnase! Oh, der hält sich jetzt. Halt sich jetzt selber. Ah, das passt alles. Quatsch. Okay. Stick, so. Das ist alles ziemlich unspektakulär hier. Eine Brücke. Haben wir noch ein Haus. Gehen wir mal in das Haus. Herbalist hat. Sit Hand, Rest Kodanor, Sit Hand, Eumenia, oder Eumenia, keine Ahnung, wie man die in Englisch aussprechen sollte. There is an old tavern woman sitting here, cross-legged, staring into the fire. She is one of the hedge witches of the wilds, not formally trained in magic, but skilled in alchemy and blessings, and potentially very powerful. She doesn't look directly at you. Instead, she motions for you to sit. I am Eumenia, Hand of Abaddon. Sit, rest, speak, perhaps even trade. All are welcomed by the wise women of the woods. Thank you, sit. Eumenia nods. Your manners are noted and appreciated, Hand. We can speak, perhaps even trade. I want to learn of the tavern. You should. If you are to master it with justice, you of the pact should know more than you do. We had much, we lost much. Nothing torments a human creature so much as sliding backwards. What did the tavern have? Most of Luneos, then it was gone. Now we have our ancestral lands, perhaps all that is our due. We had pride and freedom too, and those are losses that are much harder to abide. What does the tavern have now? Memories, wealth that is being bled away, and a growing sense of rage. And a master in the form of the pact. Do not expect us to pretend your rule is just. We know it is not. What is the future of the tavern? You flatter me by supposing that my power is so great that I can see the future. I know what will happen soon, but I only know what everyone knows. What will happen soon? Blood, fire, war, the power the pact wants to hold can never be held for long. Your members scheme against each other. You owe your own rebels torment you. The Farlands will always watch for a moment of weakness, and when they have it, they will strike. No force is perfect. Abaddon only gets one mistake, and who among us never makes a mistake? Especially when you are still led by Redbeard. What do you have to say about Redbeard? He is old. He is confused. You don't believe me? Talk to him yourself. You will see. That is all I have to say about politics. I am a simple woman of the woods. I have another question. Eumenia stares into the fire. You note that she never looks at you directly. Perhaps from poor vision. Perhaps because of distaste of your profession. I want to know about the Temple of Aetius. It is old. Like all temples, it was built to Sovereign Aetius, called the Twin Spirited. Now it is abandoned and forgotten, and Aetius is left to decay in madness. The Twin Spirit? Two spirits warred within him, one of kindness and justice, one of vengeance and rage. None knew on any given day who would prevail, and yet he was a sovereign in time of great tumult, and his two extremes together helped him to end dark time. Thus, the temple, godhood. Nobody is in the temple? I believe he has once
he has once said, Lonely Watcher, Etios is decaying, all the gods decay. Past a certain point, visiting their temples is an exercise in folly. Etios was a twin god, each half of a spirit taking form. Then one overcame the other. Ja, ist klar, wer wen überkommen hat und wen man dann umbringen muss. I am looking for someone named Delis. I know of Delis. He exists. Where is he? I swear I don't know. I look away. Why? I am an old woman and a creature of peace. Delis seeks war and blood. Perhaps he will lead us to greater justice. Perhaps not. I forsook a role in these matters when I decided to spend my life in this remote place. I have another question. You said that we could trade. Perhaps I can give a variety of blessings to warriors such as yourself. These are given to brave, selfless people to the tavern. In rare cases, I also give them to outsiders who help us in some way. I'm interested. There are unruly spirits in these woods, sad, lost shades drawn by the temple. I want you to get rid of three of them. If you do so, it would be a true service. I could then aid you. Why are they drawn by the temple? They think that the gods will help them. Alas, Etios is too broken and self-involved to care about anything but its own decay and rage. Why do you want to be rid of them? They can be dangerous to travelers. Their proximity can disrupt my spells. Most of all, I feel pity for their plight and I would aid them. How do I get rid of them? Find them in the paths and hollows. Approach and say, Go, spirit, there is nothing for you in this place. That should be enough. Though such a treatment can make the spirits surely. Surely? That is why your help is needed. I am an old woman. I no longer have the energy to pacify irritated spirits. That's all for now. Thanks. Unruly ghosts. Olminia is a hedge witch who lives near the temple of Etios. She takes care of the untidy magical energy that tends to be attracted by the gods of the tavern. There are several hostile spirits lurking near the temple and she wants you to drive away three of them. She can teach you how to enrage and expel them. Yeah, fork, knife, mushrooms, mushroom, mushroom. Okay. Nix. Okay, klack. Eine arkane Schriftrolle. Schön. Also langsam ist mein Inventar echt voll. Ein paar Plätze sind noch da. Notfalls kann ich diese Nahrung weghauen. Die ich eigentlich komplett unsinnigerweise mit mir rumschleppe. Da laufe ich auch noch gerade hin, damit die Karte da gefüllt wird. Hallo Geist! Go, spirit, there's nothing for you in this place. The words provoke an immediate reaction. The ghost turns and lets out a long, angry hiss. The ground shakes under your feet. The dead buried here are called forth to punish. Oh, die ist schon stärker. Corrupted dead. Dann gehen wir ein bisschen auf Seite. Viel aushalten tut ihn nicht. Mal haste. Na, die sind auch nicht gerade schwach. Ich halte den nicht, weil er zu viel Dexterity hat.
muss ich, glaube ich, selber heilen, oder? Ich kann einmal draufhacken. Ratsch! Der hat gesessen. Ne, die... oder? Na, so. Charmed! WTH. Okay, das war so nicht geplant. Dann Healing Touch. Was ist eigentlich hier? Riposte. Die sollte eigentlich wieder mir sein. Charmed. Group Mental Cure! Oh, jetzt ist er nicht mehr charmed. Dann heilen wir ihn hier mal. Corruption, scheiße, das überlebt er nicht. Und der ist auch jetzt im Arsch. Ja, das, die sind böse. Aber ist ja kein Problem. Ich setze jetzt einfach ein paar Turrets hin. Und die erledigen das dann quasi schon. Go Spirit! Ja. Nehmen wir erstmal hier den ersten weg. Der geht hier mal auf Seite. Moment, ich probiere jetzt mal was aus. Okay, die AI ist auf jeden Fall schon so gut geworden, dass sie diese Felder hier umgeht. Das war vorher auch nicht so. Also nicht in, in den anderen Spielen von Spider-Web. So, einmal pusten, damit treffe ich alle. Ratsch. Und die kann auch einmal pusten quasi. Ah, okay, schade. Immun. Oh, das war der falsche Charakter, habe ich gerade gesehen. Naja. Macht nichts. Corruption. Pew pew. Das Ding kann ruhig tanken. Okay. Ritsch, Ratsch. Und pusten. Das war jetzt nicht so effektiv. Effizient. Okay, das war auch nicht so stark. Schau mal den da an. Piu, piu.
Acid abbekommen. Ich will auch nicht wieder durch einen Angriff gecharmt werden. Das wäre auch nicht so cool. Oder ich lieber mal ein bisschen vorsichtiger. Ratsch. Naja, greif du die Turret an. Hasted, schön. Much. One of the ghosts haunting this land has been freed from its long vigil. Hat die was für mich dagelassen? Nein. Okay. Da haben wir noch eine Kiste. Da ist noch so ein Geist. Mal gucken, ob der normal spricht. There's a ghost here, standing with its back to you. It looks silently out over the lake. When you get close, you feel very cold. Ghost spirit, there's nothing for you in this place. The words provoke immediate reaction. The ghost turns and lets out a long, angry hiss. When it turns to face you, it seems to grow much larger. Its mouth sprouts fangs and long claws extend from the tips of its fingers. Aha. Immerhin was anderes. Reflect. Die Sau. Spines und Terrifying. Das ist auch nicht schön. Na, machen wir den halt mit Fernkampfangriffen kaputt. Charmed. Aber er ist gleichzeitig entsnared. Auch sehr gut. Aua. Aua. Der ist auch nichts. Ups, das war mal zu viel. Der Charm ist weg. Crit, sehr schön. Der hat auch keine Dings mehr drauf. Keine Schilde. Hätte ich jetzt auch bestellen müssen. Regenerating. Halb tot. So, wieder auf den da. Und weg ist er. One of the ghosts haunting this land has been freed from its long vigil. So, Onyx für uns. Level up. Na, Dexterity. So, das geht jetzt endlich auf 7. Summons pets appear with haste. Wäre dann auch der Teil hier. Na, unten ging es noch weiter. Aber ich laufe jetzt erstmal noch hier oben den Teil ab.
Okay, da ist auch nichts weiter. In dem Fall hierhin. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, da ist noch Zeit. Na, ist nicht viel. As you cross the bridge, Kalida looks up at the temple and smiles. Seems odd, you ask why. I've never been up here. I had no memories here for Everdon to destroy. It is clean. It's a shame this is the Farlands. I might have wanted to live here someday. A restless spirit. There's a ghost here, standing with its back to you. It stands in the middle of this worn stone circle. When you get close, you feel very cold. Ghost spirit, there's nothing for you in this place. The words provoke an immediate reaction. The ghost turns and lets out a long, angry hiss. When it stares at you, you start to feel dizzy. Aha. Jetzt. Naja. Okay, dann teile ich mich mal wieder hier so ein bisschen auf. Dahin. Der greift den von hinten an. Zieht dem eins über die Rübe. Und der von hier. Aha, toll. Na super. Group Mental Cure. Machen wir mal ein Ace drauf. Aua. Die darf sich jetzt selber heilen. Schön. So, da ist nicht mehr viel. Quatsch. One of the ghosts haunting this land has been freed from its long vigil. Oh, und der ist auch schon weg. So, damit hätte ich auch theoretisch schon die drei fertig. Aber vielleicht finden wir ja hier noch mehr. Ich erkunde jetzt einfach noch den Rest der Karte. Da ist Kneus. Sieht aber auch ziemlich ungesund aus. The obelisk says, Shrine of Aetius, the great two-spirited sovereign. Beware, only those called should approach. Aha. Na dann erkunde ich erstmal den anderen Teil. So, jetzt mal nischt. Brigands, na, ich hab euch doch vermisst. Alice, your time in the remote lands of the tavern, unmolested by bandits, has come to an end. Some archers stand behind the barricade to the south. Their bows are out and their arrows are aimed at you. One of them shouts, "Stay back, traveler, this is our land. One more step and you die." You try to engage them in conversation. But a warning shout is the only response. Oddly, their accents sounded Kellam. Es tut mir sehr leid, aber ich muss euch alle töten. Denn ihr seid rot. Buff. Buff. Aua. Na ja, gut, das mit dem Cleave war natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Die unten tun nichts. Die deppeln. Okay, mit dem laufe ich da ein bisschen näher ran. Dann tun zwar auch die unten was, aber die hier vorne sind eh gleich Matsch. So. Ratsch. Kling, kling, kling. Ah, das sind die richtig harten hier. Matrix Man.
Woman. Ratsch. Ja, die sind einfach zu low jetzt zum Level. So. Ein paar Tränke. Da unten haben wir wieder was. Brigand. Na, da kommt noch was. Battle Frenzy, okay. Also ist mal den da kaputt. Diese Magier. Okay. Group Mental Cure. Den verwickeln wir mal in ein vertrauliches Gespräch. Und geht mal ein bisschen hier rum. Da kommt noch mehr. Brigand, Brigand, weg. Na ja, gut, und der Rest, der kommt jetzt, der stirbt jetzt, sobald er ankommt. Ungefähr, na ja, der läuft einfach vorbei, die Sau. Na. Weg. Alles Kritz. So, der hat eine Scroll und da ist ein Dagger. Schwarzsort. Group Heal. Quatsch. Ah, da sind noch mehr. Ihr seid lästig. Wenn da wenigstens viele auf einmal kommen würden. Aber die tun ja mal gar nichts. Da ist wieder so ein Magier. Befehlt. Weg. Mich gerade nicht aus dem Kampf, muss aber kurz reggen. So. Ist hier noch jemand gewesen? Gürtel.
unten zu Rang. Aha. Emerald, bisschen Gold. Gold. In die Häuser muss ich gleich noch rein. Was haben wir hier? Piu. Vielleicht nicht optimale Position, so. Da rechts auch noch welche. Aber die wollen nicht. Dann grasen wir sie halt einzeln ab. Ratsch. Der will der Nächste sein. Den Cleave ignoriere ich jetzt einfach mal. Passiert eh nichts. Ja, zu langsam. Zu viel Schaden genommen. Was? Also. Tudum. Kaputt! Kaputt! Kiste! Gold kaufen und einen Trank. Bevor ich dann in die Häuser gehe, decke ich hier den Rest noch gerade auf. Das ist so eine Kiste. Ein Dietrich, den kann ich so langsam sogar wieder brauchen. 5 Stück habe ich nur noch. Da unten sind noch ein paar Skelette. Und wohl wieder so ein Geist. Okay, da muss ich jetzt an der Stelle aber auch einen Schnitt machen. Und dann geht's gleich weiter.